Okay, also, wir gucken uns die Absage von Survival Lily an. Ich weiß, dass sie abgesagt hat, weil ich es mitbekommen habe, haben mir auch Leute geschrieben, aber ich weiß nicht warum. Gründe, dies, das, hab nur sowas munkeln. Deswegen gucken wir auf jeden Fall mal rein. Ja, hallo Leute, mein Name ist Lilly und Boah, heute sehr möchte hell. ich ein Video machen Ich mach's ein bisschen kleiner, ist ein bisschen hell für mich. Okay, so, wir für gucken den so. Fritz. Der Fritz Meinecke hat mich eingeladen Ja. an Seven vs. Und du Wild. hast abgesagt. Da steht schon Absage im Titel. Lilly, warum tust du mir sowas an? Ich glaube mittlerweile die dritte Staffel Ja. teilzunehmen. Ja. Und ich möchte mich wirklich für die Einladung bedanken. Danke Fritz, dass du an mich denkst. Tag und Nacht, Lilly. Nein, ohne Spaß. Also, ich hätte mich natürlich super gefreut. Ich bin jetzt gespannt, warum die Absage kommt. Ist auch völlig fein. Das kann ja jeder entscheiden, aus welchen Gründen auch immer. Muss man ja nicht theoretisch nicht mal Gründe nennen. Aber ich hätte sie super, super gerne dabei gehabt. Einfach, ja, weil sie was auf dem Kasten hat. Ist einfach so, ne? Also, wir haben uns auch öfter auch schon Videos angeguckt von ihr. Ich habe privat auch viele Videos von ihr gesehen. Und das ist halt, ja, jemand, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und ich hätte das schon, hätte ich schon gern gesehen, ne? Leider muss ich aber schweren Herzens absagen. Und ich Weil. sage schweren Herzens, weil ich nämlich diesmal mit dieser Regeländerung wirklich gerne dabei gewesen wäre. Und ich finde das neue Regelwerk wirklich super. Danke. Ja, warum muss ich absagen? Es ist so, ich war bei Naked Survival dabei, Ja. bei Discovery Channel und Ja. ich habe auch einen Vertrag mit Discovery Channel. Ja. Und dieser erlaubt mir es nicht, an anderen Survival-Formaten teilzunehmen. Und auch wenn es nicht um Survival geht, darf ich nirgends anders erscheinen als auf Discovery Channel und auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Lilly, warum unterschreibst du sowas? Da muss also so vertragsmäßig, da muss man nochmal. Ich meine, ich habe ja auch schon viel für TV gemacht und habe ja auch schon zwei eigene Serien gehabt, History Channel, auch Discovery Channel und so weiter. Da muss man genau überlegen, was man unterschreibt. Scheiße, ich muss mal Discovery Channel anrufen, ob die da nicht mal eine Ausnahme machen können. Es ist tatsächlich gang und gäbe, das ist normal, das ist standardmäßig immer in so TV-Verträgen drin. Ist ja auch normal, also dass die Talents quasi, wie auch immer, für eine gewisse Zeit nach Ausstrahlung geblockt sind. Meistens ist es, glaube ich, so ein Jahr oder so, aber ist alles Verhandlungssache natürlich. Schade, 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 schade. Das würde mich mal interessieren, aber natürlich, was sie vertraglich hat, ob das jetzt nur ein Jahr ist nach Ausstrahlung, wurde es schon ausgestrahlt, was sie da unterschrieben hat. Ja, das ist natürlich wirklich traurig, aber ich kann es nicht ändern. Ja, und Scheiße. dann gibt es leider auch noch einen zweiten Grund, warum ich nicht mitmachen kann. Und Okay. das ist der, dass ich gerade gesundheitliche Probleme habe. Oh. Angefangen hat es mit dieser Naked and Afraid-Geschichte. Oh, scheiße. Das war eine extreme Challenge, wo wir nackt 21 Tage in New Mexico verbracht haben. Und in der Nacht, die kälteste Temperatur war 7 Grad. Boah! Bin ich raus. Ist mir zu kalt. Nackt bei 7 Grad. Ja, da musst du ja am Feuer sitzen. Dann stirbst du ja, oder? Also wir haben da unseren eigenen Atem gesehen. Und ich muss zugeben, als ich dann meine eigene Episode gesehen habe, Ist die schon draußen? Kann man sich die angucken? Weiß das jemand? wie ich da am Ende ausgeschaut habe, das war wirklich nicht mehr schön. Ich war fertig. Es hat extrem lange gedauert, bis ich mich Ja, erholt kann habe. man? Wo? Wo kann man die sehen? Ist die auf Discovery Plus auch drauf? Draußen? Echt? Erholt habe. Ja, und dann habe ich mich zwar erholt, aber dann habe ich im Jänner jetzt Corona bekommen oder war es die Grippe, ich weiß es nicht. Ich bin 3 Wochen gelegen Scheiße. und seitdem bin ich nur mehr fertig. Ich kann nicht einmal mit meinem Hund 30 Minuten gehen, spazieren gehen. Wenn ich heimkomme, muss ich auf die Couch gehen. Es ist wirklich schlimm. Und deswegen Erstmal gute Besserung seht an ihr der mich zurzeit Stelle. auch nicht viel machen auf meinem eigenen Kanal. Ich mache zurzeit keine Overnighter oder nichts Anstrengendes, nichts, kein Shelter bauen und gar nichts, weil ich einfach zu fertig bin. Und mein Körper sagt einfach, hey, stopp, das war zu viel, bitte erhol dich. Und das muss ich jetzt machen. Also auch ohne diesen Vertrag mit Discovery Channel Okay. könnte ich jetzt körperlich einfach nicht Scheiße. mitmachen, weil ich, ja, es geht einfach nicht. Und ich möchte euch jetzt ein paar Fotos zeigen, wie ich nach meiner Challenge ausgeschaut Warte habe. mal, warte mal, warte mal, warte mal. New Season. Discovery Plus. Stream 2.19. Nee. Das muss doch irgendwo stehen. Auf ihrem Instagram steht Season 15, Episode 1. Kann das sein, dass das quasi im Englischen oder Amerikanischen schon draußen ist, aber in der deutschen Version noch nicht? Komplett abgemagert. Das hat mich selbst schockiert, wie ich danach. Hier sieht man es krass, ne? Obwohl, sieht das so? Ja, doch schon, ne? Da müsste man ein Vorherbild sehen. Ausgesehen habe. Ich habe dann
extreme Verletzungen gehabt am Rücken, weil ich halt mit dem nackten Rücken. Also hier sieht es auf jeden Fall nach Sonnenbrand aus und hier pellt sich das schon so ab. Aber was ist das hier? Rücken auf Ästen geschlafen habe. Ah. Ich habe vorne Narben vom Feuer, weil ständig die Glut auf unsere Körper geflogen ist. Eieieiei. Und dann hatte ich auch noch hier auf der linken Seite, da habe ich so Feuermale. Eieiei, was ist das denn, Alter? Das ist so abgestorbenes Blut, hat extrem arg ausgeschaut. Also es war wirklich hardcore für meinen Körper. Man darf das nicht unterschätzen. Eine Woche war kein Problem, die zweite Woche ging noch, aber die dritte Woche, die hat mich wirklich gekillt. Also da ist man wirklich... Boah, aber mega spannend zu hören. Das ist gerade eine sehr, sehr interessante Aussage. Sie hat ja, ne, wir wiederholen nochmal, erste Woche ging noch so. Das ist das, was wir bisher in Season 1 und Season 2 bei Seven Was Wild gesehen haben. Zweite Woche war nochmal richtig hart und dritte war absolut hardcore. Ab Tag 17 nicht mehr so gut gegangen. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und ja, das war wirklich nicht ohne. Ich weiß jetzt noch nicht, wann das... Was ja indirekt quasi schon zeigt, überleg mal, wenn sie ja in New Mexico gewesen ist und, so wie sie es jetzt anhört, auf jeden Fall die 3 Wochen lang durchgezogen hat und das naked, Alter, mit, ich glaube, jeder darf nur einen Gegenstand mitnehmen oder sowas, ne? Puh. Ist schon hardcore, ne? Ich weiß halt nicht, inwieweit das halt TV-mäßig so, wie viel wirklich real zu 100% ist oder ob dann doch hier und da nochmal was ist, kameramäßig, ich weiß es nicht. Das würde mich mal noch interessieren, so, weil TV ist ja mal so. In Deutschland ausgestrahlt wird, meine Episode. Aber es ist die erste Episode der neuen Season. Okay. Und sie heißt Welcome to America. Okay. Ich habe auch jetzt schon mit der Vanessa gesprochen am Telefon. Okay. Und ihr das gesagt. Sie versteht das natürlich. Ja, mit meiner Gesundheit, auch. Aber auch mit dem Vertrag, logisch, dass ich nicht kann. Nur sie weiß jetzt halt auch nicht, was mit ihr ist. Ist sie jetzt noch nominiert oder nicht? Keine Ahnung. Jedenfalls tut es mir sehr leid, dass ich nicht für Vanessa da sein kann. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Ich hätte gerne mit ihr diese Challenge. Ah, schade. Nichtsdestotrotz, ich möchte trotzdem mit dieser Flasche hier ein Survival Kit zusammenstellen. Ja. Was hätte ich mitgenommen, will ich sehen. Wäre ich bei Seven vs. Wild dabei gewesen? Guck ich mir an. Und hierzu habe ich aber einige Fragen an dich, Fritz. Okay. Machen wir. Und zwar, ich glaube, du hast diese Flasche hier hergezeigt. Ja. Das ist die Nalgene. Ja. Wo drauf steht 32 Unzen und 1000 Milliliter. Ja. So, jetzt ist die aber aus Plastik. Ja. Ist das erlaubt? Nein, natürlich nicht. Die gleiche Flasche? Nein. Ich weiß, das wurde schon ganz oft gesagt und gezeigt und ich musste mal schmunzeln, weil wenn man sich das Video genau anguckt, bin ich der Meinung, ich weiß gerade nicht so 100%, aber sage ich, jedes Team bekommt so eine Flasche. Nicht jedes Team kauft sich selber eine, sucht sich die aus oder sonst was, sondern bekommt so eine Flasche. Also es gibt eine durchsichtige Kunststoffflasche, wo man auch die Inhalte sieht. Natürlich ist eine Edelstahlflasche geiler, machen wir uns nichts vor, ist aber nicht erlaubt. Ja, jedes Team bekommt von uns genau diese Flasche, in einer anderen Farbvariante, ich glaube durchsichtig oder so, wahrscheinlich andere Deckelfarbe. Eine Edelstahlflasche wäre geiler, ohne Frage, ist aber nicht erlaubt. Flasche aus Metall mitzunehmen, weil vom Volumen her sind die ja gleich, oder die Metallflasche ist sogar kleiner. Ist es erlaubt, das mitzunehmen? Nein. Da könnte ja man dann hier drinnen Wasser abkochen, was ja in der Plastikflasche nicht möglich ist. Genau. Das ist meine erste Frage an dich. Also, ist nicht erlaubt, jedes Team bekommt eine dieser Kunststoffflaschen durchsichtig, wo man dann auch den kompletten Inhalt sieht. Ist das erlaubt oder nicht? Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, welches Messer kriege ich hier rein? Und die Flasche ist zwar lang, aber auch nicht besonders groß. Ich würde ja, wenn ich so eine Challenge vorhabe, gerne dieses Messer dabei haben. Ja. Das ist mein selbstdesigntes Tracker Knife. Full Tang Survival. Das wird da nicht reinpassen, glaube ich, ne? Messer, damit kannst du hacken, Patronen, aber leider. Ja. Deutlich zu lang. Das ist nicht in die Flasche. Ja, das ist ja auch der Gag an der Challenge, dass halt nicht das normale große Standard-Outdoor-Messer reinpasst und die Axt und die Säge und so weiter. Das heißt, dieses Messer ist keine Option für Seven vs. Wild. Leider. Ja, außer du schneidest das hier durch und klebst es dann irgendwie wieder zusammen. Leider. Ja.
Jetzt habe ich gesehen, Fritz, du hattest so ein Messer hier. Ich glaube, das ist das gleiche wie das, was ich zu Hause habe. Nee, ist nicht. Schaut so aus. Nee. Ist das, was ich da reingepackt habe, ist das gleiche da, aber als Kinderversion. Das ist das Kindermesser. Nur bei mir ist dieses Messer auch zu lang. Da haben mir viele geschrieben, so, wieso, das passt bei mir nicht rein, das ist das Kids-Messer. Warte, ich zeig's euch kurz. Hier das normale W-Flat oder W1 oder sowas. Das ist das, was sie gerade reingepackt hat, was die meisten kennen. Hier, ne, es gibt irgendwie W3, W1 und so weiter. Aber es gibt halt auch noch, und das sieht genauso aus, ist halt nur ein Mini, das ist das, was ich reingepackt habe, das Kids-Messer. Und das ist das hier. Das ist halt einfach die kleine Variante davon. Deswegen hat es bei mir reingepasst, weil ich das Kindermesser da reingepackt habe. Das passt nicht rein. Also hast du jetzt eine größere Flasche? Ich habe alle völlig verwirrt damit. Du hast ein kleineres Messer. Ja. Jedenfalls, bei mir geht da gar nichts. Ja, es würde mich wirklich brennend interessieren, welches Modell vom Messer du genau... Kids, einfach das für Kinder. Das passt genau rein. Und tatsächlich ist die Klingenlänge gar nicht so viel kleiner, aber der Griff ist deutlich kleiner. Hast, weil dieses hier passt nicht rein. Das passt nicht rein. Am Ende würde ich noch gerne eine Anmerkung machen. Yes. Ich habe gehört, du möchtest die Challenge in Kanada oder Alaska machen. Ja. Coole Location. Ja. Ich persönlich war noch nie in Alaska, aber ich war schon einige Male in Kanada. Ja. Und da gibt es einige Einschränkungen gesetzlich, was jetzt Survival-Techniken betrifft. Ja. Zum Beispiel, als ich in Vancouver Island war, und da ist es wirklich sehr, sehr strikt, da hast du auf den Inlandsflüssen weder mit einem Widerhaken fischen dürfen, noch mit Livebait. Und das bedeutet, du darfst keinen Regenwurm raufgeben oder Köcherfliegenlarve oder irgendwelche Insekten. Du musst mit einer Fliege fischen. Du darfst nicht mit einem Netz fischen. Ich glaube, damals habe ich auch gelesen, dass man keine Schlingenfallen stellen darf und keine Totschlagfallen. Und da gab es eine Art von Schlangen und die waren auch geschützt. Also locationmäßig kann ich Vancouver Island im Inland nicht empfehlen. Meeresfischen ist dann, glaube ich, nicht mehr so strikt. Aber ich bin mir dort auch nicht so sicher. Warum sage ich das jetzt? Das ist ganz wichtig, das habe ich auch gesagt. Das ist Alaska, Kanada ist die Region von der Art und so weiter, die wir gerne machen wollen würden. Aber es laufen im Hintergrund quasi gerade Recherchen, Location und die ganze Geschichte. Ne? Es ist natürlich super wichtig, dass du nicht so extreme Registrierungen hast. Aber ja, das muss man halt gucken. Aber da bin ich persönlich auch noch nicht stark involviert, weil ich ja genauso Teilnehmer bin. Da kümmert sich das Orga-Team im Hintergrund darum, zu gucken, was ist erlaubt, was nicht, Location und so weiter. Also könnte es auch Sibirien werden? Na, also die Idee ist schon, Alaska, Kanada zu machen. Aber wenn natürlich jetzt in der Recherche rauskommen sollte, das ist eine Vollkatastrophe und das geht da alles gar nicht, dann müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie was Vergleichbares finden, das irgendwo anders auf der Welt ist. Ne? Ich weiß auch nicht zu 100%, wie die Regularien in Alaska sind. Ihr müsst auch verstehen, diese dritte Staffel, die ist ja noch nicht zu 100% fest und durch und wir haben den kompletten Plan und let's go, wir können anfangen. Sondern wir nehmen euch ja bei diesem Prozess der Entwicklung mit, bei den Teams, bei der Umstellung, bei der Geschichte mit den Gegenständen und so weiter. Ne? Und es kann natürlich sein, dass sich aufgrund irgendwelcher unvorherbaren Sachen nochmal Sachen verändern in den nächsten 1-2 Monaten. Klar, ja, da werden natürlich alle drüber in Kenntnis gesetzt, die Teilnehmer natürlich auch. Das ist wichtig. Ja. Mit solchen gesetzlichen Einschränkungen kann man dann natürlich auch viel weniger zeigen. Und natürlich, wenn ich mir eine Survival-Sendung ansehe, dann möchte ich Survival-Techniken sehen, wie man ein Netz macht zum Fischen oder eine Falle baut, absolut, eine Schlagfalle oder eine Reuse. Und solche Sachen möchte ich sehen. Ja. Aber leider geht das nicht immer in allen Bundesstaaten. Ja. Genau, und das muss man halt, das ist Teil der Recherche des Orga-Teams, Location-Scouting und so weiter, dass man da natürlich checkt, was erlaubt ist und was nicht. Das Gleiche passiert in New Mexico. Wir sind da extrem eingeschränkt gewesen, zwar nicht so arg wie in Kanada, aber wir durften sehr viele Vögel nicht jagen, weil die einfach geschützt waren. Dann durften wir sehr viele Tiere, wie zum Beispiel den Truthahn, nicht jagen, weil die nicht in Saison waren. Und der Truthahn in New Mexico und in vielen anderen Bundesstaaten ist erst ab September freigegeben. Ja. Und in New Mexico habe ich dann einige Fallen gar nicht bauen können, weil ich gewusst habe, dass jetzt dort sicher ein geschütztes Tier reingeht oder eines, das eben nicht in Saison ist. Was habe ich dann gemacht? Ich habe das gemacht, was ich durfte. Ich habe eine
Reuse gebaut, habe damit 25 Flusskrebse gefangen. Krass. Ich habe mit dem Bogen zwei Eidechsen geschossen, ein Eichhörnchen und einen Hasen. Krass, krass. Es ist aber nicht so, dass du immer Gelegenheit hast, was zu erlegen, weil in vielen Fällen siehst du gar keine Tiere. Ja. Und wenn dann noch so gesetzliche ja. Bestimmungen im Spiel sind, die das Survival noch mehr einschränken, ja, dann kannst du schon fast gar nichts mehr machen. Ja, deswegen mein Tipp von mir, sucht euch die Location nach dem Gesetz aus. Ja, nach dem Gesetz. Ja, Leute, das war es heute von mir. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ja, danke auf jeden Fall schon mal für den Tipp. Ich werde das auch gleich nochmal ans Orga-Team weitergehen, dass die das halt da auf jeden Fall mit berücksichtigen bei der ganzen Recherchegeschichte. Ich bin, das müsst ihr halt verstehen, dadurch, dass ich ja selber Teilnehmer bin, bin ich da krass raus. Also ich kriege da eher wenig von mit, weil ich natürlich auch keine Vorteile haben will im Vergleich zu anderen. Ne? Aufmerksamkeit. Und wenn ihr es sehen wollt, wie ich mein Survival-Kit für Seven vs. Wild zusammenstelle, dann abonniert meinen Kanal. Ist schon längst. Sehr cool. Ja, schaut gerne bei Lilly vorbei. Sie hat ja noch diesen Deutschkanal, Survival Lilly. Völlig zu underrated hier, abonnentenmäßig. Leute, da müsst ihr mal reingehen auf jeden Fall. Ich gucke mir das Video zum Thema, was sie in die Flasche packt, auf jeden Fall gerne auch hier im Stream an. Schade, was die Absage angeht, aber ja, völlig verständlich. Auch jetzt unabhängig von dem Discovery-Vertrag ist es ja auch eine gesundheitliche Geschichte. Ja, trotzdem spannendes Video. Und danke für die Info, das Statement und den ein oder anderen Tipps. Den ein oder anderen Tipp. Sehr schön.